Was soll ich sagen? Hallo ihr Lieben oder hallo Hupis? Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Okay. Hi ihr Lieben, hier ist die Anja Aimless mit der wunderbaren Frau. Okay, wunderbar. Wunderbaren. Mit der wunderbaren. Hi ihr Lieben, hier ist Anja Aimless mit einem neuen Hoop-Tutorial und heute mit der wunderbaren Frau Spins. Wir wollen euch gerne die Kuschel 2-Beat and 3-Beat Weave zeigen, falls ihr Bock habt, mal mit eurer Freundin etwas enger zusammenzurutschen. Yeah, hello Hoopies! Today we're gonna show you a short tutorial for the couple 2-Beat and 3-Beat Weave. So in case you feel like knocking your arms and legs with a good friend, this is the right thing for that. Um die Kuschel 2-Beat Weave mit jemandem zusammenzuspielen, ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr die 2-Beat Weave mit zwei Reifen schon könnt, so wie die 3-Beat Weave. Ja, weil ihr dann einfach in den Rhythmus kommt mit eurem Partner und ihr euch nicht die Reifen so oft um die Ohren haut. It would be very helpful if you are able to do the 2-Beat or the 3-Beat Weave with two hoops and one person. That makes it easier to get the rhythm for that. Okay, und dann beginnen wir, indem wir den Reifen von innen greifen. Der Daumen zeigt in diesem Fall nach hinten und wir halten den Reifen, so wie ihr das seht, hinter dem Körper, so dass wir nach oben hin vorne starten können. You grab the hoop behind your back and your thumb is pointing over your shoulder, like that. Cuddle-Move heißt der Move natürlich, weil ihr dann einer Person relativ nahe kommen müsst, was wir jetzt mal tun, damit wir schön die 2-Beat Weave anspielen können. Ah! Your part! It's my part. So, as the name Smuggle Weave says, you have to get very close to your co-player, like we do it right now, and then you can start with the 2-Beat. Als nächster Schritt ist wichtig abzuklären, wer bei der 2-Beat Weave den Arm unten hat, also wer beziehungsweise nach unten spielt und wer nach oben spielt. In diesem Fall geht der blaue Reifen, also ich, unter den Arm von der werten Frau Spins. Das heißt, ich führe den Reifen nachher hier unten rum. Das ist wichtig, dass ihr vorher abklärt, wer oben und wer unten ist, weil sonst gibt es da Probleme wie im wahren Leben. If you play the 2-beat weave, you must clear which is the leading hand and which is the following hand. That means which hand is under the other one, and in our case it's the lovely hand of the lovely Mrs. Aimless. Genau. So, ich starte nun mit meiner ganz normalen Weave, indem ich den Reifen nach vorne wegführe. Ich führe den Reifen nach vorne und jetzt ist wichtig, dass der Reifen hinter dem Körper von der werten Frau Spins läuft. Hier überkreuzen sich jetzt die Arme, ich bin unten. Jetzt führe ich den Reifen hier wieder nach oben und nach vorne weg und wieder in meine Ausgangsposition. So, when we start, Mrs. Aimless drives the hoop in front of her, like every forward weave. And I get my arm over hers. Get the hoop behind the back of your partner and then you get it back to where you started. So ihr Lieben, das war schon ganz einfach die 2-Beat Weave und weil es so schön ist, erklären wir euch jetzt direkt noch die 3-Beat hinterher. Auch hier ist wichtig, dass ihr wisst, wie ihr die alleine spielen könnt, dann ist das alles gar nicht so schwer. Now we directly start with the 3-beat weave, and like for the 2-beat weave, it is absolutely helpful to do the 3-beat weave with two hoops on your own before you start to split it off between two persons. Dann beginnen wir mit der 3-beat weave.
Wenn ihr die mit einem Partner spielen wollt, wichtig ist, dass ihr auch wieder relativ nah beieinander steht. In diesem Punkt bin ich wieder diejenige, die mit dem Schlag beginnt. Ich führe den Reifen nach vorne, hinter dem Rücken, wie er von der Frau Spins, da komme ich ihr recht nah, und dann lasse ich ihn einmal über den Daumen, wie ihr das seht, abrollen, hinter dem Rücken meines Partners, greife wieder zu und führe ihn wieder nach vorne in die Ausgangsposition. Mein Partner muss es genauso machen, das heißt, ihr habt einen Gleichschlag. In dem Moment, wenn ich den Doppelschlag über meinen Daumen mache, macht mein Partner das genau gleich, auch hinter meinem Rücken. Wir zeigen es einfach nochmal, einmal los. Und das ist der Unterschied zu der Two-Beat Beef. Jetzt darfst du erklären. Yeah, the difference between the Two-Beat and the Three-Beat is the extra turn you do around your thumb when you are behind the back of your partner. And like with the Two-Beat Weave, you first make clear who is the leading hand and who is the following hand. And again, the lovely hand from lovely Mrs. Amos. is the hand under mine, but the difference is you do from the first beat this extra turn around your thumb at the same time. It is not split time, it is the same time, like this. Like this. Das war schon unsere Erklärung zu der Kuschel-Two-Beat in Three-Beat-Weave und wir wünschen euch total viel Spaß, wenn ihr jemanden mal näher rücken wollt und gemeinsam spielen wollt. Es macht auf jeden Fall total viel Spaß und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Have fun snuggling!